Rochlitz kauft Arbeitsamt. Die Stadt Rochlitz kauft das Grundstück Bismarckstraße 21a samt Immobilie. Für 850.000 Euro und Notarkosten wechselt das Grundstück des ehemaligen Arbeitsamtes den Besitzer. Die Stadt Rochlitz erwirbt die beiden Flurstücke des Grundstücks, um den Erweiterungsbedarf der Regenbogengrundschule realisieren zu können. Dazu fasste der Stadtrat einen weiteren Beschluss zur Änderung des Neuordnungskonzeptes für das Sanierungsgebiet Leipziger Straße Bahnhofstraße. Im Gebäude des ehemaligen Arbeitsamtes sollen Klassenzimmer, Projekträume, Büros der Schulsozialarbeiter und Stadtarchiv ihren Platz finden, teilte Oberbürgermeister Dehne auf Anfrage von Mittelsachsen TV mit.